Es ist mal wieder Lesezeit. So, heute lesen wir aus gegebenem Anlass Berenbar. Ja, yay, direkt am Anfang gefällt. Barensia. Und zwar der wahre Barensia 1 und die Biografie von Barensia 1 und nicht 3. Das ist hier absolut fehl am Platz, denn wenn das nicht aufeinander folgt, ist das doch bescheuert, das zu lesen. Denn ich hoffe, dadurch einen kleinen Anhaltspunkt zu finden auf die Aufenthaltsorte der Steine. Also beginnen wir mit der Biografie. What? Königin? Okay. Biografie der Königin Barensia, Band 1 von Stern Kamboje, kaiserlicher Schreiber. Gegen Ende der zweiten Ära wurden den Herrschern des Königreiches Gramfeste der heutigen kaiserlichen Provinz Morrowind ein Mädchen namens Barensia geboren. Sie wurde bis zum Alter von 5 Jahren im Trunk und der Sicherheit aufgezogen, die einem königlichen, dunkelelfischen Kind angemessen war. Zu dieser Zeit forderte seine Majestät Tiber Septim der erste Kaiser von Tamriel, dass die dekadenten Herrscher Morrowinds sich ihm unterwerfen und kaiserliche Reformen durchführen sollten. Der spätrömischen Dekadenz. Im Vertrauen auf ihre gerühmten magischen Fähigkeiten wagten die Dunkelelfen dies abzulehnen, bis Tiber Septims Streitmacht an den Grenzen stand, die nun doch mehr als breiten Dunmeeren unterzeichneten hastig einen Waffenstillstandsvertrag, insbesondere da es zuvor einige Schlachten gegeben hatte, von denen einige Gramfeste, das heutige Almalexia genannt, komplett verwüstete. Die kleine Prinzessin Barensia und ihr Kindermädchen wurden in den Trümmern gefunden. Der kaiserliche General Simachus, selbst ein Dunkelelf, wies Tiber Septim darauf hin, dass das Kind eines Tages sehr wohl wertvoll sein könne. Und deshalb wurde sie bei einem loyalen Anhänger untergebracht, der sich kürzlich aus dem kaiserlichen Heer zurückgezogen hatte. Sven Atvinsen war bei seinem Eintritt in den Ruhestand der Titel eines Grafen verliehen worden. Sein Leben, was sein sein Lehen Finstermoor war eine kleine Stadt im zentralen Himmelsrand. Graf Sven und seine Frau zogen die Prinzessin als ihre eigene Tochter auf, achteten darauf, dass sie eine angemessene Ausbildung erhielt und ganz besonders darauf, dass ihr die kaiserlichen Tugenden Gehorsam, Verschwiegenheit, Loyalität und Ehrfurcht nahegebracht wurden. Kurz gesagt, sie wurde darauf vorbereitet, ihren Platz in der neuen Herrscherklasse Morrowinds einzunehmen. Die junge Barensia wuchs zu einer schönen, anmutigen und intelligenten Frau heran. Sie hatte ein sanftes Wesen und war eine Freude für ihre Adoptiveltern und deren 5 kleine Söhne, die sie wie eine leibliche ältere Schwester liebten. Abgesehen von ihrem Aussehen unterschied sie sich von anderen jungen Mädchen ihrer Klasse nur darin, dass sie eine starke Zuneigung für Wald und Wiesen empfand und manchmal ihren Haushaltspflichten entfloh, um darin umherzuwandern. Barensia war bis zu ihrem 16. Lebensjahr glücklich und zufrieden, als ein hinterhältiger Stallbursche, ein Weise, mit dem sie sich aus Mitleid angefreundet hatte, ihr erzählte, dass er ein Gespräch zwischen ihrem Beschützer Graf Sven und einem Besucher der Rotwadronen belauscht habe. Sie solle als Konkubine nach Rihad verkauft werden, da kein Nord- oder Bretone sie ihrer schwarzen Haut wegen heiraten würde und auch kein Dunkelelf sie haben wolle, weil sie in der Fremde aufgezogen worden war. »Was soll ich nun tun?« sagte das arme Mädchen und weinte. Was weinte und zitterte, da sie in Unschuld und Vertrauen aufgewachsen war und gar nicht daran dachte, dass ihr Freund, der Stallbursche, sie anlügen konnte. Der hinterhältige Junge, der Kumar genannt wurde, sagte, dass sie weglaufen müsse, wenn sie sich etwas wert sei, und dass er als ihr Beschützer mit ihr kommen wolle. Wo hat er denn Harold gelassen? Tief bekümmert stimmte Barensia diesem Plan zu. In der gleichen Nacht kleidete sie sich als Junge und die beiden flohen in die nahe Stadt Weißlauf. Nach ein paar Tagen konnten sie als Wächter für eine verrufene Handelskarawane anheuern. Die Karawane war gen Osten unterwegs und versuchte auf trügerische Weise der auf den kaiserlichen Straßen erhobenen Maut zu entgehen,
indem sie abgelegene Wege benutzte. Auf diese Weise entzog sie sich das Paar der Verfolgung, bis sie in der Stadt Rifton ankamen, wo sie eine Weile blieben. Sie fühlten sich in Rifton sicher, da es nahe der Grenze Morrowinds lag und Dunkelelfen zum Stadtbild gehörten. Ja, sobald ich mich in dem Besitz befinde des zweiten Bandes der Biografie von Barrensia, werden wir diese natürlich sofort lesen. Kümmern wir uns nun um die wahre Barrensia. Band 1. Verfasser unbekannt. Vor 500 Jahren lebte in Gramfeste, der Stadt der Edelsteine, eine blinde Witwe mit ihrem einzigen Kind, einem jungen Mann von beeindruckender Statur, wie sein Vater vor ihm war. Simachus. Was? Vor ihm war? Was? Simachus Berg. Ja, Logikfehler, ne? Wie sein Vater vor ihm war, Simachus Bergmann. Da fehlt ein Komma. Wenn ich dachte, der Typ heißt Simachus Bergmann. Ein äußerst ungewöhnlicher Name in den weiten Tamriels. Uiuiui. Ein einfacher Arbeiter in den Bergwerken des Fürsten von Scramfeste, des Fürsten von Gramfeste, den er seine magische Begabung war so gut wie nicht vorhanden. Es war ein ehrenhaftes Tagewerk, doch die Bezahlung war schlecht. So buk und verkaufte die alte Witwe Kombergkuchen auf dem Markt in der Stadt, um ihren Teil zum Auskommen beizutragen. Wenn man sie fragte, so entgegnete sie stets, dass es ihnen recht gut gehe. Schließlich mussten sie nie Hunger leiden, und mehr als eine Garnitur Kleidung konnte ohnehin kein Mensch auf einmal tragen. Und das Dach war auch nur bei Regen undicht. Doch Symmachus dürstete es nach mehr. Er hoffte, eines Tages im Bergwerk auf eine gute Ader zu stoßen und dafür mit einem reichen Bonus belohnt zu werden. In seiner Freizeit trank er gern mit seinen Freunden den einen oder anderen Krug Bier in der Taverne und spielte mit ihnen Karten. Mehr als einmal fiel sein Auge auf ein hübsches Elfenmädchen, und bei einem blieb es meist nicht. Doch lange konnte keines sein Interesse fesseln. Er war ein typischer junger Dunkelelf. Einfache Herkunft, außergewöhnlich war nur seine Größe. Angeblich sollte etwas nordisches Blut durch seine Adern fließen. In Symmachus' 30. Lebensjahr gab es großen Jubel in Gramfeste. Der fürstlichen Familie war eine Tochter geboren worden, eine Königin. Freut sich das Volk. Das Volk, eine Königin ist uns geboren. Wie bitte? Eine Königin freute sich das Volk. Das Volk, eine Königin ist geboren. Hä? Ja, da hat wohl jemand das Volk doppelt irgendwie übernommen, egal. Eine Königin ist uns geboren, denn in Gramfeste galt die Geburt einer Thronfolgerin stets als sicheres Vorzeichen für Frieden und Wohlstand. Als die Zeit für die Zeremonie der Namensgebung des Mädchens gekommen war, wurden die Bergwerke geschlossen. Symmachus eilte nach Hause, um zu baden und sein bestes Hemd anzuziehen. Ich kehre direkt danach nach Hause zurück und will euch davon berichten, versprach er seiner Mutter, die zu schwach war, um selbst der Zeremonie beizuwohnen. Die Witwe war krank, und der Andrang fast aller Bürger von Gramfeste bei diesem Ereignis wäre zu viel für sie gewesen. Aber da sie blind war, meinte sie, könne sie ohnehin nichts sehen. »Mein Sohn«, sagte sie nun, »holt mir noch einen Priester oder einen Heiler, bevor ihr geht. Mag sein, dass ich aus diesem Leben scheiden muss, noch ehe ihr zurückkehrt.« Symmachus trat sogleich an die Krankenlage. Besorgt bemerkte sie ihren flachen Atem und ihre heiße Stirn. Er hebelte die Bodenplanke auf, unter der ihre geringen Ersparnisse lagen. Doch es war bei weitem nicht genug, um einen Priester für den Heilritus zu bezahlen. Er würde bieten müssen, was sie hatten, und den Rest schuldig bleiben. Geschwind nahm er sein Gewand und eilte davon. Die Straßen waren voller Menschen, die zum geheiligten Hain strömten, doch die Tempel waren verriegelt und verschlossen. »Während der Zeremonie geschlossen«, stand auf sämtlichen Schildern. Symmachus drängte sich durch die Menschenmenge. Es gelang ihm, einen Priester in brauner Kutte ausfindig zu machen. »Nach der Zeremonie will ich gerne nach eurer Mutter sehen, Bruder, wenn ihr das Geld habt.« Wiegelte dieser ihn ab. »Milord hat allen Priestern und Geistlichen befohlen, teilzunehmen, und ich möchte seinen Zorn nicht auf mich ziehen.« »Aber meine Mutter ist sterbenskrank«, suchte ihn Symmachus zu erweichen. »Sicher, sicher wird es Milord nicht auffallen, wenn ein einziger Priester fehlt.« »Gewiss.
Sicher wird es Mylord nicht auffallen, wenn ein einziger Priester fehlt. Gewiss nicht, doch dem Erzkanoniker schon, gab der Priester nervös zurück. Mit diesen Worten riss er seine Kutte aus Symmachos verzweifelten Griff und verschwand in der Menge. Er sprach viele weitere Priester an, sogar einige Magier, ohne jedoch mehr Glück zu haben. Wachen in Rüstung marschierten durch die Straßen und schoben ihn mit ihren Lanzen zur Seite. Ihm wurde klar, dass die Kutsche des Fürsten nahte. Als die Kutsche der Herrscherfamilie auf seiner Höhe war, stürzte Symmachos auf sie zu und rief: »Mylord, Mylord! Meine Mutter stirbt und...« »Ich verbiete ihr, so etwas an diesem großen Tage zu tun«, rief der Fürst, lachte und warf dem Volk ein paar Münzen zu. Symmachos war nahe genug, um den Wein in seinem Atem zu riechen. Auf der anderen Seite der Kutsche hielt seine Gemahlin ihr Kind fest umklammert und starrte Symmachos feindselig aus zu Schlitzen zusammengekniffenen Augen an. Sie schnaubte angewidert. »Machen!« rief sie. »Schafft uns diesen Esel vom Leibe!« Symmachos wurde von harten Männerhänden gepackt, geschlagen und landete benommen im Straßengraben. Mit dröhnendem Kopf folgte er der Menge aus der Ferne. Die Namensgebung erlebte er von einem nahegelegenen Hügel aus mit. Er sah, wie die braungewandten Priester und die Magier in ihren blauen Roben weit unten bei den Edelleuten standen. Barensia. Schwach war der Name aus der Ferne zu hören, als der hohe Priester das Kind in seinem Taufkleid emporhob und es den beiden Monden auf beiden Seiten des Horizonts zuwandte, dem aufgehenden Ione und dem untergehenden Jode. Und was ist mit Joda? Ach, herrlich, Leute, kommt schon. Sehet die Fürstin Barensia, geboren im Lande Gramfeste. Gewährt ihr euren Segen und euren Rat, gültige Götter, auf dass sie ewig gütig über Gramfeste herrschen möge, über das Reiche und sein Wohl, sein Volk und sein Schicksal. Gewährt ihr euren Segen, so bitten wir, tönte es aus allen Kehlen zusammen mit Fürst und Fürstin. Die Menschen standen mit emporgestreckten Armen da. Symmachos allein blieb still, das Haupt gesenkt, in seinem Herzen die Gewissheit tragend, dass seine geliebte Mutter nicht mehr unter den Lebenden weilte. In diesem Augenblick schwor er, schweigend, einen mächtigen Eid. Für den Niedergang des Fürsten würde er kämpfen, als Rache für den sinnlosen Tod seiner Mutter wolle er das Kind Barensia zu seinem eigenen Weib nehmen, auf dass die Enkel seiner Mutter einst als Herrscher über Gramfeste geboren würden. Die Zeremonie war vorbei. Teilnahmslos sah er zu, wie die königliche Prozession zum Palast zurückkehrte. Da erblickte er den Priester, mit dem er zuerst gesprochen hatte. Nun war der Mann durchaus willens, mit ihm zu kommen, wenn Symmachos ihm das Geld gebe, das er hätte, und ihm versprach, dass er später noch mehr erhalten sollte. Doch die Mutter war bereits tot. Seufzend steckte der Priester das Geld ein. »Es tut mir aufrichtig leid, Bruder. Lasst es mit dem übrigen Geld gut sein. Hier kann ich nichts mehr ausrichten. Wahrscheinlich.« »Gebt mir mein Geld zurück!« fauchte ihn Symmachos an. »Ihr habt keinen Finger gerührt, um es euch zu verdienen!« Drohend hob er den rechten Arm. Erschrocken trat der Priester ein paar Schritte zurück und wollte einen Fluch aussprechen. Doch Symmachos Schlag traf ihn im Gesicht, bevor er auch nur drei Worte sprechen konnte. Er fiel schwer und sein Kopf schlug hart auf der steinernen Feuerstelle auf. Der Mann war sofort tot. Symmachos packte das Geld und floh aus der Stadt. Im Lauf wiederholte er ein Wort immer und immer wieder, als sei es die Beschwörung eines Zaubers. »Barensia«, murmelte er. »Barensia, Barensia, Barensia«, stand auf einem der Balkone des Palasts. Sie blickte starr in den Hof. Hier wimmelte es nur so vor Soldaten in funkelnder Rüstung. Bald stellten sie sich in Reih und Glied auf und jubelten, als ihre Eltern von Kopf bis Fuß in funkelnd schwarzer Rüstung und in lange violette Pelzroben gehüllt aus dem Palast traten. Herrlich geschmückte Streitrösser mit glänzend schwarzem Fell wurden für sie herbeigeführt. Sie stiegen auf und ritten zum Tor und wandten sich ein letztes Mal zum Gruß um. »Barensia«, riefen sie, »lebe wohl, geliebt, Barensia!« Die Kleine kämpfte mit den Tränen und winkte tapfer mit ihrer freien Hand. Mit der anderen hielt sie ihr Lieblingsplüschtier fest an ihre Brust gedrückt. Einen grauen Wolfwelpen, den sie Wuffel getauft hatte. Doch nie war sie von ihren Eltern getrennt gewesen. Sie hatte auch keine Ahnung, was all das zu bedeuten hatte. Man hatte ihr lediglich gesagt, dass im Westen Krieg herrsche und dass der Name Tiber Septim allerorts Furcht und Schrecken verbreitete. »Barensia«,
riefen nun auch die Soldaten und reckten ihre Lanzen, Schwerter und Bögen empor, um sie zu grüßen. Dann wandten sich ihre geliebten Eltern ab und ritten von dannen, gefolgt von Rittern. Bald war der Hof so gut wie leer. Einige Zeit später rüttelte ein Kindermädchen Barensia wach, zog sie eilends an und brachte sie aus dem Palast. Ihre einzige Erinnerung an diese schreckliche Zeit war später, dass ein riesiger Schatten mit brennenden Augen am Himmel zu sehen war. Man reichte sie von einer Hand zur nächsten, fremde Soldaten kamen, gingen und manchmal kehrten sie auch zurück. Ihre Kindermädchen verschwanden und wurden durch Fremde ersetzt, manche davon fremdartiger als andere. Tage oder vielleicht wochenlang war sie auf Reisen. Eines Morgens erwachte sie und trat aus der Kutsche. Es war kalt. Eine riesige, graue Festung aus Fels stand vor leeren, endlosen grau-grünen Hügeln, auf denen Reste von grau-weißem Schnee zu sehen waren. Mit beiden Händen klammerte sie sich an Wuffel, als sie blinzelnd und zitternd im Morgengrau standen. Sie fühlte sich sehr klein und sehr dunkel in dieser endlos grau-weißen Weite. Zusammen mit Hanna, einer grau-grau-grau, grau-weiß-grau-schwarz-grau-grün, meine Fresse, dunkelhäutigen, schwarzhaarigen Dienerin, die seit mehreren Tagen mit ihr reiste, betrat sie die Festung. Eine... Ernsthaft, Leute. Ernsthaft. Eine riesige, grau-weiße Frau mit eisgrau-goldenem Haar stand in einem der Zimmer am Feuer. Grau. Mit entsetzlich durchdringenden, hell-graublauen Augen blickte sie Barensia durchdringend an. »Sie ist schon sehr grau-schwarz, nicht wahr?« meinte die Frau zu Hanna. »Ich habe noch nie einen Grau-Dunkel-Elf gesehen.« »Ich weiß selbst nicht viel über Sie, my Lady«, sagte Hanna, »aber die Kleine hier hat rote Haare.« »Graurote Haare natürlich, Entschuldigung.« »Und das passende Temperament dazu.« »Das kann ich euch garantieren. Nehmt euch in Acht, sie beißt, und das ist nicht alles.« »Das werde ich ihr bald austreiben«, sagte die Frau naserümpfend. »Und was ist das denn für ein widerliches Ding? Pfui!« Mit diesen Worten packte sie Wuffel und warf ihn in die Flammen. Ich glaube, ich muss heulen. Barensia schrie und wollte sich ebenfalls ins Graufeuer werfen. Doch alles Beißen und Kratzen nützte nicht. Starke Hände hielten sie zurück. Bald war der arme Wuffel zu einem winzigen Häufchen Asche verkohlt. Schweigeminute für Wuffel, bitte. Schweigeminute für Wuffel. Barensia wuchs wie ein junger Sprössling in einem Garten im Himmelsrand auf, als Mündel von Graf Sven und Gräfin Inga. Äußerlich hatte es dem Anschein, als gedeihe sie prächtig, doch die Kälte und Leere, die sie empfand, war stets bei ihr. »Wie meine eigene Tochter habe ich sie behandelt«, seufzte Gräfin Inga häufig. »Aha, du wirfst deine eigene Tochter also auch ins Feuer? Schön, schön. Du bist wirklich eine gute Mutter.« Seufzte Inga häufig. Wenn die Damen der Nachbarschaft zum Klatsch kamen, aber sie ist und bleibt ein Dunkelelf, da kann man wohl nichts anderes erwarten, fürchte ich. Diese Worte waren nicht für Barensias Ohren bestimmt, dessen war sie sich relativ sicher. Doch ihr Gehör war feiner als jenes ihrer nordischen Vormünder. Andere, weniger wünschenswerte Wissenszüge schlossen kleinere Diebereien, Lügen und Magie nicht immer zur richtigen Zeit ein. Ein kleiner Feuerzauber hier und ein kleiner Levitationszauber dort konnte ja nicht schaden. Mit zunehmendem Alter kam ein großes Interesse an jungen und nicht ganz so jungen Männern hinzu, die sehr angenehme Dinge zu bieten hatten und sogar Geschenke, wie sie überrascht feststellte. Aus Gründen, die Barensia verborgen blieben, sah Gräfer Inga diese männlichen Besucher äußerst ungern, weshalb sie diesen Aspekt so geheim wie möglich hielt. »Sie kann wunderbar mit Kindern umgehen«, setzte Inga hinzu. Dies bezog sich auf ihre 5 Söhne, allesamt jünger als Barensia. Ich glaube, sie würde nie zulassen, dass man ihnen auch nur ein Haar krümmt. Als Johnny 6 und Barensia 8 Jahre alt waren, hatte man einen Hauslehrer angestellt, der die beiden gemeinsam unterrichtete. Zu gerne hätte sie auch die Kriegskünste erlernt, doch bereits der Gedanke daran rief blankes Entsetzen bei Graf Sven und Gräfin Inga hervor. Immerhin bekam sie einen kleinen Bogen und durfte mit den Jungen zum Spaß auf Zielscheiben schießen. Wann immer sie konnte, sah sie den Jungen beim Waffentraining zu, kämpfte gegen sie, wenn gerade kein Erwachsener zusah, und wusste genau, dass sie mindestens genauso gut war wie die Jungen, wenn nicht besser. »Aber sie ist schon arg stolz, nicht wahr?« flüsterte eine der Damen dann Inga zu, und Barensia nickte in stiller Zustimmung, obwohl sie tat, als hörte sie nichts. Sie konnte nichts anderes, als sich dem Grafen und der Gräfin gegenüber überlegen zu fühlen. Sie hatten irgendwann irgendetwas an sich, das verachtenswürdig war.
Später sollte sie erfahren, dass Sven und Inga entfernte Verwandte der letzten adligen Herrscher der Festung Finstermoor waren. Da endlich begriff sie, die beiden waren Schauspieler, Hochstapler, keine wahren Herrscher. Zumindest waren sie nicht zum Herrschen geboren. Dieser Gedanke weckte in ihr einen merkwürdigen Zorn auf die beiden, einen glasklaren Hass, der nichts mit Abneigung zu tun hatte. Mit der Zeit betrachtete sie die beiden als widerliche, abstoßende Insekten, die man verachten, doch niemals fürchten konnte. Einmal im Monat kam ein Kurier vom Kaiserhof. Stets brachte er einen kleinen Beutel mit Geld für Sven und Inga und einen großen Beutel getrocknete Pilze aus Morrowind für Barensia, ihre Leibspeise. Bei diesen Gelegenheiten putzte man sie heraus, zumindest so weit, wie dies in Gräfin Ingas Augen bei einer dürren Dunkelelfe möglich war, bevor sie dem Kurier für ein kurzes Gespräch vorgeführt wurde. Selten kam derselbe Kurier zweimal, doch alle beäugten sie wie ein Bauer sein Schwein, das er für den Markt heranzüchtet. Im Frühjahr ihres 16. Lebensjahr stellte Barensia fest, dass der Kurier sie nun ansah, als sei sie reif für den Markt. Nach reiflicher Überlegung beschloss sie, dass sie nicht den Wunsch hatte, zum Markt getragen zu werden. Seit einigen Wochen drängte sie der Stalljunge Kuba bereits, mit ihm davonzulaufen. Er war ein großer, muskelbepackter, blonder Junge, ein wenig tollpatschig, lieb und zärtlich, aber eher einfach gestrickt. Barensia stibitzte den Beutel mit dem Geld halt, nahm die Pilze aus dem Vorratskeller und verkleidete sich mit Hilfe von Jannis alten Waffenröcken und Kniehosen als Junge. In einer herrlichen Frühlingsnacht nahm sie mit Kuma die beiden besten Pferde aus dem Stall und ritt die ganze Nacht hindurch bis nach Weißlauf, der nächsten erwähnenswerten Stadt, und dem Ort, zu dem es Kuma hinzog. Doch Gramfeste und Morrowind lagen ebenfalls gen Osten und zogen Barensia an, wie ein Magnetstein Eisen anzieht.